Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ich habe heute die Mami wieder mit dabei. Und ihr habt euch ja gewünscht, dass wir euch mal zeigen, was wir auf der Faszination Pferdmesse in Nürnberg gekauft haben. Das ist jetzt nicht so viel und es ist auch nichts Besonderes, aber alles Sachen, die nützlich sind und die man gebrauchen kann. Und deshalb zeigen wir euch die jetzt einmal schnell. Samstag, also morgen. Nein. Okay. Guck mich nicht so doof an, Mama. Manu, das ist doch doof. Und dann noch mal eine kurze Info. Mann. Mama, sag mal was. Ja. Dann noch mal eine kurze Info vorneweg. Und zwar sind wir morgen, also am Samstag, den 5. Dezember, auf der Pferd- und Jagdmesse in Hannover. Und ganz, ganz viele von euch haben gefragt, ob sie mich dort irgendwo an einem bestimmten Ort treffen können. Weil ich da aber noch nie war, habe ich mir überlegt, dass wir uns zwischen Halle 17 und Halle 26, also beiden Pferd- und Reiterhallen, irgendwie treffen. Ich denke mal, da muss irgendwie ein Flur oder sowas sein. Das habe ich mir jetzt gedacht, weil da bestimmt auch ein bisschen Platz ist. Und zwar würde ich dann dort um 15.30 Uhr auf euch warten und dort könnt ihr dann hinkommen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch zu treffen. Wenn ihr mich natürlich irgendwo anders seht, könnt ihr natürlich auch gerne Hallo sagen. ja, ich freue mich auf jeden Fall dann sehr auf euch. Und weitere Infos werde ich morgen nochmal direkt vor Ort dann bei Snapchat und Instagram und Facebook posten, falls dieser Ort irgendwie nicht möglich ist oder so. Also dort werdet ihr auf jeden Fall dann morgen nochmal auf dem Laufenden gehalten. Und ja, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Video. Also ich habe mir eine Jacke gekauft, ein super Schnäppchen, rot. Also diese Jacke hat 49 Euro gekostet. Normalerweise 149, also ich habe die nur so günstig bekommen, weil die Firma schließt und ja, da muss ich natürlich zugreifen. Von was ist sie? Sag los. Ich weiß nicht, wie man die Marke richtig ausspricht. Aber ich, gell? Schriven, kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Schriven, ja. Okay. Von der Marke auf jeden Fall. Und es ist auch eher eine Übergangsjacke, also keine richtig dicke Winterjacke. Ja. Dann hatte ich mir als erstes gekauft ein paar Winterreitstiefel von HKM. Die sind übrigens immer noch irgendwie klamm von dem übrigen Spray. Nee, das ist ein bisschen kalt, weil sie mit unten. Okay, sie sind kalt, weil sie noch im Keller waren. Also auf jeden Fall habe ich diese Winterreitstiefel gekauft von HKM. Die haben 99 Euro gekostet. Ja, die sind auf jeden Fall von innen komplett mit Kunstfell und bis jetzt habe ich sie noch nicht gebraucht, weil es bei uns noch nicht so kalt war. Aber die werde ich jetzt auf jeden Fall mal mit in Stall nehmen, weil es soll ja nächste Woche wieder kälter werden. Also das sind sie, die Stiefel. Bin auch mal gespannt, wie man mit denen reiten kann, weil die ja so eine andere Oberfläche haben. Das ist ja kein richtiges Leder, sondern ich weiß nicht, nennt man die Wildleder? Teddyfell oder so. Und du redest die ganze Zeit rein. Warum eigentlich? Es ist mein Produkt und du, wo sitzt da dran rum? So, dann habe ich mir noch einen Schal gekauft. Ich bin ja auch so eine Frierhutzel. Und ja, da haben wir auch zwei gekauft. Mhm. Und da gab es einen halt günstiger. Und dann habe ich gesagt, gut, also ich habe einen rosa karierten. Und ich habe einen mit blau. Einen blauen. Die sind auf jeden Fall richtig warm. Richtig, richtig kuschelig. Und wenn man sie auseinanderfaltet, kannst du sie damit zudecken. Sieht man uns gar nicht mehr. Genau, ich habe den auch schon genommen, wenn ich abends im Bett irgendwie am PC war. Und dann habe ich mir den so um die Schulter. Ist auch echt schön kuschelig warm. Ja, okay. Dann machen wir ihn jetzt okay. Wieder weg. Dann habe ich mir noch hier eine Packung Leckerlis selbst zusammengestellt. Man sieht jetzt hier vielleicht, dass da ganz unterschiedliche Sachen drin sind. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Genau, die sind von Dreezy, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, dann tut es uns leid. Tut es mir total leid. Genau, also die haben 6 Euro gekostet und fand ich einfach mal ein schöner Gag. Wollte ich auch mal machen, weil ich es auf der Equitana nicht gemacht habe, weil ich da nicht die ganze Zeit diesen Einhorn rumschleppen wollte. Deshalb habe ich mir die mal zusammengestellt. Kokosleckerlis. Okay, jetzt irgendwas mit Kräutern. Irgendwas mit Früchten. Ja, so hier, das sind sie. Und unten sind halt auch noch andere, die man jetzt nicht sieht. Was machst du denn? Du bist ein Leckerli runtergefallen. Ja. Sorry. Die kann man auf jeden Fall auch nachbestellen, wenn sie leer sind. Aber ja.
Das waren die Leckerlis. Dann haben wir noch einen Gurt, einen Deckengurt gekauft. Ja, in Blau. Bauchschnäppchen, 5 Euro. Dieser Gurt hat keine Marke, ja. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben zwei, aber die sind im Moment unauffindbar. Und ja, dann haben wir einfach mal mitgenommen. Genau. Und eigentlich wollten wir auf der Messe nur eine Schermaschine kaufen, weil wir den Espresso scheren wollten. Aber es gab nur ganz, ganz teure auf der Messe und wir wollten da keine 450 Euro für eine Schermaschine bezahlen, die wir nur einmal im Jahr benutzen. Und deshalb haben wir uns dann eine Woche später noch eine bei Equiva zugelegt von Kerbel. Da habe ich auch schon ein Share-Video jetzt dazu gedreht. Das kann ich euch ja gerne mal hier dann gleich verlinken. Und ja, also eine Schermaschine haben wir dann auch noch gefunden. Die ist auch richtig gut. Und das war's, oder? So, das war's dann auch schon von unseren Hamster-Einkäufen. Ja, mal gucken, was wir morgen alles Schönes finden. Auf jeden Fall auch die Gewinnspielgeschenke für euch. Genau. Und ja, dann bis bald. Tschüss. Tschüss.